Leute. Alle. Quatsch beiseite. Neue. Ich will euch herzlich begrüßen zu unserer Reise nach Frankfurt am Main. Dann noch ein bisschen weiter. Sein ist es Seppel, dann ist ja bald öfter. Der kommt nämlich leider mit. Und heute bei ist auch noch der Jan, der uns glücklicherweise an den Flughafen bringt. Danke dafür, Jan. Kein Problem. Und ja, wir sind jetzt unterwegs nach Frankfurt. Die Aufregung hält sich noch in Grenze. Wir können die Reise jetzt in ein paar Zeitraffer verfolgen. Bis gleich. Passkontrolle durch. Vorne ist unser Gate, wir müssen gleich Sicherheitskontrolle. Ich hoffe, man hört mich, weil ich hier nicht so laut spreche. Ja. Wir melden uns immer, wenn wir durch Sicherheitskontrolle sind und wie dann die Lage ist. Wichtig ist einfach nur, ein Brötchen Pan zu drehen. Ganz wichtig ist das Geräusch. So. Wir sind jetzt auch durch die Sicherheitskontrolle durch, sind jetzt am Gate, müsste also bald boarden, geht aber los. Ja, die Masche, die Zugucker kennen uns wahrscheinlich, die uns kennen, von Jonas, 22 Maschinenbaustudent, wie das Apple. Genau das gleiche. und mir wäre das nächste halbe Jahr in Wuhan in China verbringen, vom Studium her, arbeite dann im Labor und das so, sollte euch so ein bisschen vielleicht... Zeige, was da so Witziges passiert, weil es passiert auf jeden Fall was Witziges. Auf jeden Fall. Also.
gekommen. Das ist relativ warm hier, wie man vielleicht auch sieht. Ich bin da echt fertig. Wir warten jetzt gerade auf unser Kollege, die uns hier abhole. Ja, das ist der Stand der Dinge. Mal gucken, was weitergeht. So, das ist der Abend, der zweite Abend für uns in Wuhan. Wir sind hier jetzt schon in unserer Wohnung. Wohnung ist, sag ich mal, so mittelschön, relativ dreckig. Ja, war ein bisschen Schimmel an der Wand. Aber was soll's. Wir haben schon relativ viel gemacht, die ersten zwei da. Gestern chinesische Handynummer, war schon im Labor, war schon beim Deutschkurs, war schon im Büro. Heute haben wir Kalibrierung und Messung im Labor gemacht, hat sich einer bei uns gezeigt, wie das geht. Mussten im Labor den Pumpenprüfstand umbauen, waren auch essen, haben noch einen Vortrag zugehört von den anderen beiden, die schon länger hier sind. Und wollen jetzt später dann noch in die Stadt essen gehen und danach vielleicht noch was trinken. Ja. Bis jetzt ist zusammengefasst alles sehr anders, muss ich an viel gewöhnen. Aber ich hoffe, das kommt noch. Ich denke, das war's zu diesem Vlog. Jo. Bis die Tage.